super. Hier die sportlichen, jungen, modernen Lehrer, die sind auch mal bereit, einen kleinen Spaß mitzumachen. Ihr müsst ja quasi nur vorlesen, das müsst ihr noch einschalten. Ihr habt nur hier zwei Zettel, ihr schafft es vielleicht reinzugucken. Hast du angeschaltet? Ist alles in Grün? Ja, und noch näher ran musst du. Genau, einfach reinspucken. Ja, genau. Ihr müsst euch kurz aufteilen, wer was spricht. Ihr habt einen Captain, einen V und einen C. Ihr kriegt das irgendwie schon hin. Ich denke, es ist auch nicht schwer zu erraten, aber es wird umso lustiger. Okay. Ich gebe mal ab an hier die tollen Lehrer. Computerlogbuch Nummer 1 von unserem Traumschiff Surprise. Captain Kirk. Es ist deutlich zu kühl für diese Sternzeit. Meine 40 Mann starke Besatzung ist wohl auf. Nur zwei? Entschuldigung. Wir zwei haben einen leichten Schnupfen. Tafeldienst hat diese Woche der Günster. Es könnte sein, dass uns in 5 Monaten die Briefmarken rausgehen. Wir müssen etwas dagegen tun. Aber nicht jetzt. Heute ist der obligatorische Gesundheitscheck vor den Sommerferien. Ich freue mich schon aufs Fiebermessen. Bei einem guten Ergebnis gönne ich mir ein paniertes Schnitzel mit Pommes und Ketchup. Einen kleinen gemischten Salat und dazu trinken wir ein großes Spezi. Jedes Jahr dieselbe Schinderei. Mr. Spock, in 2 Wochen ist Badesaison. Ach, Captain, C, da bist du. Nee, bin ich. C. Bin ich doch. Mein Gott, immer die dummen Vulkanetten, das ist ja furchtbar. Mr. Spock, in 2 Wochen ist Badesaison auf Honolulu. Da braucht man schon eine anständige Strandfigur, wenn man die Wahl zur Miss Waikiki gewinnen will. Ja, und mir haut regelmäßig die Bandscheiben raus. Ja. Seit wann haben Vulkanetten Bandscheiben? Das geht dich gar nichts an, du blöde Kuh. Er ist ja nicht mal eine rein rassige Vulkanette. Bin ich wohl. Nein, du bist ein Mischlingsrüde. Ich bin eine Vulkanette Vulcaris. Und die werden bis zu 400 Jahre alt, weil die zur Gattung der Galapagos-Schildkröte gehören. Und was bist du? Ich bin der Captain. Ha, du hast dich doch bloß hochgebupst. Na und, was ist daran schlimm? Galapagos-Schildkröte? Deswegen ist er auch so lahmarschig. Du hast einen Pavian-Arsch. So, dankeschön. Applaus erstmal.